Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scum. Ich bin zurück und ja, was habe ich getan? Wir sind schon einmal ein bisschen weiter mittlerweile wieder. Das heißt, ich bin schon mal in Richtung Händler unterwegs gewesen. Dann ist mir aber das hier ins Auge gesprungen und man sieht es hier schon, da steht ein Leica. Und zwar, wo befinden wir uns jetzt gerade? Wir befinden uns jetzt, hier ist ja unser Häuschen, wir befinden uns jetzt gerade auf dem Weg Richtung Händler. Ich habe schon ein bisschen sortiert im Auto. Wir werden jetzt ein bisschen das Ganze anders da machen und ein bisschen effizienter gestalten. Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ich sehr... Wir sind ein bisschen ineffizient unterwegs, wir werden das Ganze ein bisschen effizienter gestalten. Ich habe sehr, sehr schöne Tipps erhalten, wie man das Ganze ein bisschen machen kann. Da werde ich euch natürlich dran teilhaben lassen und wir werden ein kleines bisschen effizienter sein. An meiner Spielweise selber wird sich aber nichts ändern. Ich spiele nach wie vor so, wie ich da dementsprechend möchte. Folgendes. Wir werden jetzt einmal das Häuschen hier vor uns looten. Wir haben nicht so... Ja, wobei, wir haben halt genug Platz im Moment da. Wir werden jetzt einmal das Häuschen looten und werden uns das Ganze einmal angucken. Vor allem hier den Leica würde ich gerne mal begutachten. Es fehlt ein Rad, hat er einen Motor? Kann es sein, dass da die Lichtmaschine fehlt? Ja, oder? Ich glaube, da fehlt sogar Lichtmaschine. Aber wir haben eine Lichtmaschine für einen Wolfswagen. Bin ich jetzt im Boden festgepackt? Nein. Also, wir haben einen Leica. Es fehlt uns ein Rad. Und zwar das linke Vorderrad. Und uns fehlt das rechte Vorderrad. Linkes und rechtes Vorderrad. Blöde Frage. Stehe ich so vor dem Auto und habe das linke Rad auf der... Also, jetzt wird es schwierig. Spiegelverkehrt. Das hier, das nehme ich rechts bei mir. Das hier, also auf der Seite, das hier, ist das hier, wenn ich vor dem Auto stehe, das linke Vorderrad oder ist das das rechte Vorderrad? Weil wenn ich so im Auto drin sitze, ist ja das rechte Vorderrad. Das ist das rechte Vorderrad, oder? Ich bin kein Mechaniker. Ich habe tatsächlich mit der Materie relativ wenig zu tun. Deswegen, ich bin Informatiker. Bin froh, dass ich Auto fahren kann. Deswegen, ja... Aber Sitze sind so weit drin. Kofferraum auch. Zwei Räder fehlen eigentlich nur. Und die Lichtmaschine vielleicht. Den werden wir uns, glaube ich, das werden wir machen. Das wird unser Projekt. Wir werden uns das Auto holen. Wir werden uns den Leica holen. Wir gehen jetzt aber einmal hier ins Häuschen rein. Und werden jetzt hier einmal ganz kurz durchlooten. Es ist ein ganz normales Standardhaus. Wir werden es trotzdem einmal hier schnell durchpflücken. Der Schrank ist ein bisschen geschrumpft. Und werden einmal gucken, was wir so haben. Ich habe auch ein paar neue Informationen für euch. Wie gesagt, wir werden unseren Charakter ein kleines bisschen optimieren demnächst. Es wird auch das ein oder andere Tutorial-Video jetzt bald geben. Das Schöne ist ja, ihr seid relativ nah dran. Ich bin gerade zwei Folgen, sind gerade vorproduziert. Das heißt, ihr seid zwei Folgen im Moment nur hinterher, was das Let's Play angeht. Das ist natürlich sehr, sehr wenig. Deswegen gerne nach wie vor in die Kommentare hauen. Gerne neue Quests haben wir unter anderem auch. Wir können aber gucken. Esse einen giftigen Pilz und loote 10 Häuser und überlebe. $1000 Belohnung und Kohletabletten. Die Quest haben wir nach wie vor offen. Das bin ich gerade auf der Suche nach den Pilzen. Die wollte ich eigentlich schon beim Zug mitnehmen. Habe es aber vergessen tatsächlich. Und dann Ernte, Ernte erfolgreich Tomaten. Belohnung 3x Dünger. Wir werden nämlich in der Folge noch Beete bauen. Und töte zwei Äffchen mit einem Bogen. Belohnung Strahlenschutzanzug. Wir werden nämlich auch ins Kernkraftwerk gehen. Und wir müssen zwei Äffchen mit einem Bogen töten. Aber wir werden einen Compound-Bogen dafür nehmen. Den müssen wir uns jetzt beim Händler kaufen. Und wir werden unsere, ich werde meinen Plan über Haufen werfen. Oh. Hä? Jetzt wacht sie auf, ja. Man sieht immer, wenn die Zombies aufwachen, sieht man, oh, guck mal, hier liegt eine Angelrolle. Sieht man immer, wenn sie so kurz ein bisschen, sie zucken so ganz leicht auf den Boden, weil das, ja, Yoga-Leck ist. Weil die werden praktisch nochmal zurückgesetzt, also nochmal auf den Boden gesetzt, sodass sie auch wirklich aufstehen. Oh, die Mütze. Deswegen sieht man immer, wann die aufstehen erzählt. Oder wann man die Zombies triggert, sieht man ganz genau, weil sie eben nochmal so ganz leicht zucken. Sieht man. Achso, ich wollte gerade sagen, irgendwo. Aber, ah, okay, wir haben außen auch irgendwo eingeweckt, anscheinend. Ich habe zumindest jetzt zwei Schreie gehört. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, aber schon guten Loot hier gerade mitgenommen eigentlich. Also, auch hier Trainingshose, die Mütze ist ein bisschen was wert. Moin. Kann sein, dass wir gleich von hinten angegangen werden. Nope. Hä? Ah, da drin dann wahrscheinlich. Okay. Gucken wir gleich nach. Ausnehmen auf jeden Fall mit. Alter, Falter. Oh, hi. Hast du hier reingeschaut? Hat die Tür offen gelassen? Kann doch sein, wenn ich die Tür offen gelassen habe. Die Wegfindung ist jetzt nicht so schlecht. Also... Sie ist jetzt nicht optimal, die Wegfindung, aber sie ist auch nicht völlig Banane. Deswegen, wenn man die Tür offen lässt, die schaffen es durchaus mal, einen Raum nach oben zu kommen. Und ein Haus nach oben zu kommen. Deswegen, ja. Den Müllsack ignorieren wir jetzt einfach mal.
Ja, also wir werden die Werkbank über den Haufen werfen. Ich werde mir jetzt keine Flex kaufen, denn die Munition, die man mit der Werkbank herstellt, die man selbst gecraftet hat, ist schlechter, wie wenn man eine Werkbank nimmt, die bereits in der Welt existiert. Wie? So eine. Das hier ist eine Werkbank. Die offiziell, also ganz normale Standbohrmaschine zählt als Werkbank. Hier liegen auch nochmal Angelzeug. Und hier kann man Munition craften an dieser Werkbank. Genauso wie man hier seine Waffen schleifen kann mit einer Werkzeugkiste zum Beispiel. Wenn wir unsere Waffen schleifen. Und die hier, da kriegt man bessere Munition raus, qualitativ hochwertiger, wie an einer selbstgebauten Werkbank. Das heißt, eine selbstgebaute Werkbank ist relativ sinnfrei. Mal abgesehen davon, dass die Werkbank auch immer wieder Haltbarkeit verliert, wenn man daran etwas herstellt, an der Werkbank. Und man die immer wieder mit einer Werkzeugkiste dann dementsprechend aufrüsten muss wieder oder hochpäppeln muss, mehr oder weniger. Deswegen werden wir das lassen und werden das an den Werkbanken hier machen, die wir in der Welt finden. Wir haben ja auch eine, der ein oder erinnert sich, da waren wir schon ein paar Mal, in unserer Stadt relativ nah neben unserem Haus steht eine Werkbank und damit werden wir Munition craften. Zusätzlich habe ich die Information, das werde ich auch nachher nochmal sagen, dass Munition, es ist völlig irrelevant, welche Stahl, also wir brauchen Stahlplatten, wir brauchen Schießpulver, oh, ein Rucksack, und wir brauchen, pack das hier mal da rein, und wir brauchen, also, wir brauchen Metallschrott, wir brauchen Stahlplatten, wir brauchen Schießpulver. Was war's noch? Ich glaube, das war's, oder? Ja, und die Werkbank und okay, und wir brauchen eine Werkzeugkiste dementsprechend dafür. Aber das ist alles gar kein Problem, das haben wir nämlich alles. Und die Qualität ist völlig irrelevant. Wenn jetzt zum Beispiel die Stahlplatte 20 Aufladungen hat, aber die Qualität jetzt nur noch bei 30% ist, ist das... High-Heel-Sandalen? What? Er ist auf den Kopf gedreht. Was? Das sieht. Sieht das nicht nur für euch völlig. Also, der erste Schuh geht. Aber was ist das da hinten? Das sieht sehr seltsam aus. Also, keine Ahnung. Sieht sehr komisch aus, auf jeden Fall. Nehmen wir aber mit, den ersten viel wert. Und mittlerweile haben wir auch einen Charakter, der es tragen kann. Mal einmal anprobieren. Ja. Kann mein Schuhfetisch voll ausleben. Sieht man das? Oh, falsche Taste. Zu viel No One Survive gespielt. Fotomodus. Ja, mit Socken. Mit der Socke. Sehr hübsch. Vielleicht soll man die Socken dafür ausziehen. Dann kann man es auch tragen. Blöde Frage, wenn man solche offenen Schuhe trägt, ist es dann wie bei den... Ist es jetzt aber nicht wie bei den Händen, dass man sich da Abschürfung holt, oder? Weil ich, ganz ehrlich, wenn ich jetzt so durch so ein Kaktusfeld mit solchen Schuhen laufe, ich glaube, ich habe nicht die Referenz, aber ich glaube, das könnte sehr weh tun. Ich glaube, das könnte sehr weh tun. Die Frage ist, ob das tatsächlich im Spiel dann so ist. Oder ob das einfach wie ganz normale Schuhe ist. Alter, der Loot ist aber gut. Auch einiges wert, der CD-Spieler. Genauso wie die Mütze. Die Mütze ist ja alles, also die Masken, Mützen und so weiter, sind ja Streamer-Items, die damals die Entwickler unterstützt haben. Deswegen sind die auch teilweise so mega teuer. Und ja, man hat sein eigenes Item im Scam gekriegt. Ich leider nicht. Vielleicht sieht das irgendwann mal ein Entwickler von Scam. Hallo? Ich würde gerne helfen bei euch. Es gibt tatsächlich nämlich einige große YouTuber, so ab 10, 20. Ich habe halt zu wenig Abonnenten. Auch mittlerweile fast 4.000 übrigens. Vielen herzlichen Dank dafür. Aber so 20.000 Abonnenten, 10, 20.000 Abonnenten-YouTuber, die haben tatsächlich, die sind auf dem Discord von den Scam-Programmierern und können da ja Fragen einschicken, können Fehler melden und so weiter und so fort. Wir nehmen das Metall gleich mal mit, weil wir es gleich brauchen werden, wenn wir Munition herstellen. Also wir werden in der Folge auf jeden Fall noch Munition herstellen und wir werden auf jeden Fall noch in der Folge... Sind wir noch reingelaufen, oder? Ja. Und wir werden auf jeden Fall in der Folge noch Gartenarbeit probieren zumindest. Also wir werden... Ja, ich werde versuchen, mal ein Beet zu bauen. Wir werden jetzt nichts ernten in der Folge, das wird ein bisschen dauern. Alter, bis da was wächst, aber wir werden uns auf jeden Fall uns das Ganze mal angucken. Also das hat sich gelohnt, das Hütchen. Kann man sagen, was man will. Das war sehr produktiv. Und den Leica werden wir auf jeden Fall auch mitnehmen. So, ich würde aber meine Schuhe wieder anziehen. Hier. Also ich finde, ich passen besser. Sind ein bisschen kompakter. Achso, den Rucksack. Den sollen wir natürlich einladen. Geht das eigentlich, wenn ich im Auto sitze? Ja. Ich habe sehr lange Arme und konnte danach krapschen. Also, wir fahren jetzt zum Händler. Werden jetzt einmal verkaufen gehen. Werden uns dann einen Compound-Bogen kaufen. Ich habe ja meinen Compound-Bogen, den ich einmal gelootet hatte, habe ich verkauft, weil ich ihn auch nicht hier gezündet habe. Ich verfahre mich jedes Mal übrigens.
Aber ich bin nicht der Einzige, der sich hier immer wieder regelmäßig verfährt. Das beruhigt. Den habe ich verkauft. Und wir werden uns jetzt einen neuen kaufen. Der kostet so um die 3.000, 4.000 Dollar müsste das grob sein, was der Bauernbogen kostet. Ja, den werden wir dann einstellen. Das funktioniert mit einer Werkzeugkiste. Das weiß mittlerweile auch, wie es geht. Und ja. Und demnächst wird es mal Tutorial-Videos von mir geben. Ich weiß, ich kündige das immer wieder an. Das Problem ist, man muss in einem Tutorial-Video es zu 100% genau machen. Sonst wird das Video in der Luft zerrissen. Und deswegen ist es recht schwer, solche Dinge zu produzieren. So können die einfach welche raushauen, die zu 90% stimmen, aber nicht zu 100% stimmen, weil ich nicht alles getestet habe. Aber ja, ich muss alles testen, damit ich auch 100%ig sicher bin, dass ich da keinen Blödsinn erzähle. So. Deswegen sind die etwas schwerer zu produzieren. Beziehungsweise 80 mal so schwer wie so ein Let's Play. So, folgendes. Wir werden jetzt einmal mitnehmen. Und zwar, ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Denn in diesen Rucksäcken hier ist Loot drin. Loot, den wir... Das wollte ich eigentlich nicht. Aber hier ist Loot drin, den wir verkaufen werden in unseren Rucksäcken. Die wir hier haben. Das heißt, wir packen das Ding in die Hand. Und werden jetzt einmal verkaufen. Dann verkaufe ich auch mal wieder mit euch. Ich skippe das jetzt nicht für euch. Welcome, sondern wir werden jetzt gemeinsam einmal die Taschen leer machen. So, Auto können wir auch verkaufen. Wir haben 2000. Guck mal hier. Das nicht. Die Brecheisen nur verkaufen. Die Masken 745. Super, super nice. Das Hackebeil auch einiges wert. Das Ding hier auch. Und dann können wir schon mal sagen, das hier sind allein mal 2000 Dollar. What? Ja, doch mehr angewählt, oder? Nee. Regenmantel? Das heißt, das sind 2100 Dollar. What the hell? Auf die Bank bitte gleich einzahlen. Herzlichen Dank. So, dann haben wir die Dinger hier noch drin. Dann der Rock kann weg. Die Rohrzange kann weg. Auch, ja, ist okay. Das Schloss kann weg. 732 für das Schloss. Dann kann weg. Die Wasserflasche würde ich gerne behalten. Das Schloss hier kann weg. Die Zigaretten können weg. Dann haben wir die Angelrolle möchte er nicht. Die Yoga-Leggings 143. Verkaufen. Ja, auch 169. 104 die Maske. Und die sind nicht repariert. Es wäre effizienter, die Dinger vorher zu reparieren. Ich habe aber einfach keine Lust drauf. Ich weiß allerdings, dass es geht. Die Schuhe sind denn toll. Oh, die haben es runterskaliert. Kann das sein? Die waren aber über 200 wert. Ich glaube, die haben Schuhe billiger gemacht. Ich glaube, die haben die Schuhe billiger gemacht. Also nochmal, 1900. Wieso hast du eigentlich... Ach, war Bank angewählt? Nee. War Geld gerade auch gestiegen? Nein. Irgendwas lief schief auf jeden Fall. Irgendwas lief schief. Den hier noch verkaufen, bitte. Danke. Den Draht werden wir behalten, weil wir damit basteln können. Und den hier bitte noch verkaufen. 196. Denn wir werden ins Auto Kisten einladen. Wir werden uns Kisten bauen, Metallkisten im Idealfall. Und werden diese in das Auto packen. Und werden dann damit dementsprechend, ja, dann das Auto, ja, voller kriegen. Also man kann die ganz normale Kiste reinziehen, dann in den vollen Kisteninventarplatz. Was ich mit Rucksäcken im Moment gelöst habe, lösen wir jetzt dann mit Kisten. Das ist effizienter einfach. Auch wenn ich die Rucksackvariante persönlich charmanter finde. Aber wir kriegen einfach mehr Loot rein. So, wo ist hier der Gunhändler? Da hinten. Man muss sich immer ein bisschen neu orientieren bei jedem Händler. So, Flugzeug, Repair Kit können wir verkaufen. Das Ding bringt auch nochmal 1000. Also ja, wir machen jetzt richtig, richtig Kohle auch. Guck mal hier, 1000er. Mit 52% Haltbarkeit nur noch 17 von 20 Auflagen kriegen wir immer noch 1000er. Geil. Danke. So, mittlerweile Kontostand 4500 schon wieder. Der Compound-Bogen ist ohne Probleme drin. Wir haben noch. Was ist das? Hat das... Ist das neu? Ich habe noch nie das Windrad gehört. Ist das... Jetzt mal ohne Scheiß, ist das neu? Seit wann gibt es denn da ein Windrad? So, 162 dafür. Dann haben wir 227 für den tragbaren CD-Spieler. Sehr nice. Und dann können wir nochmal 400 verkaufen. So. Ich habe vergessen, den Rucksack hier zu packen. Moin. Was hast du da drin überhaupt? Wir haben eine Mütze, den Parksensor. Das will er nicht. So. Das können wir verkaufen. Sind nochmal 195. Den ganzen Rest werden wir erstmal so behalten, wie es aussieht. Ich glaube, jo. Und dann war's das. So, das Ding packen wir in die Hand. Flasche Fusel. Gehen jetzt dann gleich den Poundbogen kaufen. Die Räder für den Leica, das würde ich in der nächsten Folge vielleicht machen. Damit wir uns in der nächsten Folge mal den Leica angucken und uns den Leica holen. Als Ersatzwagen einfach nur. Warum? Weil wir's können. Welcome, welcome. Nur weil wir's können. Feel free to browse around. Moin. So, verkaufen... Nicht verkaufen. Smartphone können wir auch verkaufen. Hier auch wieder die Brechstange.
ordentlich was wert. 600 nochmal. Rucksack dazu sind 847. 6000 Dollar auf der Bank schon wieder. Holla die Waldfee. Die Socken können wir anziehen. Have a nice day. Des Weiteren haben wir ihn hier. Den können wir auch noch loswerden. Geht zeitlich alles mit, oder? Ja, ich glaube, ich gehe hier alles mit. Die Flasche Wein werden wir auf jeden Fall jetzt schnell noch los. Wasser und Nahrung stimmt noch. Welcome, friend. Mir wurde in die Kommentare auch geschrieben, dass der ein oder andere den Händler gar nicht benutzt, weil er es zu einfach dadurch findet. Ist tatsächlich so, man kann ja den Händler, man kann den Händler ausstellen praktisch, dass die keine Waren anbieten. Das würde gehen, wenn man die INI-Datei dementsprechend verändert. Kann man das ohne Probleme machen. So, den verkaufen wir jetzt schnell noch, den Rucksack. Falscher Rucksack. Was hast du hier drin eigentlich? Gar nichts. Okay. Verkaufe den Rucksack. Welcome, welcome. Geht das? Ja. Feel free to browse around. Verkaufen. Auch immerhin 160 Dollar. Ist völlig legitim, wenn ihr das so spielt. Aber wenn ihr euch mal anguckt, was ich so beim Händler kaufe, das ist jetzt nicht die Welt, tatsächlich. Aber ich werde vielleicht in der nächsten Staffel es auch mal so machen, dann würde ich den Händler einfach gar nicht benutzen. Bis auch für Dinge, die wir sonst nicht in der Welt finden werden. Es gibt ganz, ganz verschiedene. Es gibt ein paar Dinge, die du einfach nicht. Was zur Hölle habe ich gerade mit dem Rucksack? Ich habe gerade irgendwas mit dem. Kann mir einer sagen, was ist gerade noch, was ich im Rucksack gerade noch verkauft habe, was da drin war? Ich habe gerade irgendwas was verkauft, was noch im Rucksack lag. Ist natürlich doof. So, ihn hier noch. Pack die Dinger hier mal weg, dann können wir auch den Rucksack hier reinlagern und können den direkt verkaufen. So, wie gesagt, wir werden die Variante mit dem mit den Kisten machen. Unsere Wanderrucksäcke werden wir allerdings behalten. Nochmal hier 200 kriegen wir für den nochmal. Und dann hier den hier nochmal 200. So, 6000. Sehr schön. Deswegen, die Rucksäcke lohnt sich trotzdem nach wie vor mitzunehmen, einfach weil die auch natürlich ein bisschen Kohle bringt. So. Das haben wir. Den Vorschlaghammer können wir noch loswerden. Und Schaufel könnten wir noch loswerden. Wobei, ja, wir brauchen für die Beete eigentlich keine Schaufel. Schaufel ist eigentlich nur zum Graben da. Vorschlaghammer kauft der Waffenhändler. Wir kaufen auf jeden Fall jetzt den Compoundbogen. Mit Pfeilen. Und dann machen wir die Äffchen-Mission nämlich bald. Und eben auch die Garten-Mission werden wir jetzt angehen. Und ihr könnt mir gerne weitere Quests in die Kommentare hauen, wenn ihr das möchtet. Einfach so ähnlich aufgebaut wie meine. Alles tut die. Ein Dollar. Minus eins. Danke für nicht. Ich glaube, er kauft ja einfach nicht, oder? Cares. Haben wir Platz für den Compoundbogen? Security reasons. Wirklich, oder? Oh, vielleicht könnte da hinpassen. Das Ding mal. So, wir brauchen Bögen. Munition. Nein, Waffen. Bogen. So, zweiter. Oh, das ist so. Guck mal hier, die ganz normale Standardversion, Compoundbogen, ohne irgendwie Farbe, kostet nur 1600. Ja, ein Sparfuchs. 1600, Bargeld, gerne. Compoundbogen. Kauf. Danke. 333 gibt er mir nur. Frechheit. So, dann haben wir kaufen Munition, Pfeile. Metallpfeile mit breitem Kopf. Wo ist der Unterschied zwischen denen mit breitem Kopf und nicht breitem Kopf? Carbon ist leichter wie Metall, ist klar. Also auch robuster. Besser. Aber wo ist der Unterschied zwischen normalen Kopf und breiten Kopf? Zahn. Hat 12 Stück. 500. Einmal 12 Stück. Sollte erstmal reichen, Leute. Die sind echt nicht teuer. Also, da brechen wir uns kein Bein raus. Munition werden wir jetzt herstellen. Wir können mal ganz kurz gucken, was die 9mm gerade kostet. 350, auch völlig in Ordnung. Wir haben jetzt noch 7.000, 8.000. Wir haben noch fast 9.000 Dollar. Und ich könnte noch verkaufen, wenn ich möchte. Einfach mal so. Und wir haben echt nicht viel gelootet in den letzten Folgen. So, will jetzt noch jemand meine Schaufel oder hat sich das erledigt, das Thema? Nimmst du meine Schaufel? Welcome. 77, nein, immerhin. So, jetzt gucken wir nochmal. Gartenarbeit, Samen. Wir haben einige Samen. Wir nehmen erstmal die, die wir haben. Dann haben wir Dünger. Dünger würde ich auf jeden Fall, industriellen Dünger. Der ist ein bisschen besser. Ein Tausender. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja. Pack den mal hier hin. So, dann haben wir Pestizide.
Unkrautbekämpfung, Fungizide, Pestizide. Zwei haben wir davon. Ich glaube, Unkraut und Pestizide. Fungizide haben wir, glaube ich, nicht. Ja, brauchen wir jetzt aber. Kaufen, wenn es nötig ist. Was ich noch kaufen würde, wäre eine Gießkanne. Tatsächlich. Weil ich habe auch noch keine gefunden. Und wir haben immer noch unser normales Bargeld im Moment. Okay, die ist sogar voll, aber groß. Das nimmt ein bisschen viel Platz weg, das Zeug. Du wirst ja das Auto da haben. Ah, ein Lump. Okay, Gießkanne in die Hand nehmen. Moin. Hier übrigens, wenn ihr mal was nicht sofort mitnehmt, immer im Depot. Und hier kann man es dann auch direkt in die Hand ziehen. Wenn ihr jetzt keinen Taschenplatz habt, dann nutzt das Ganze so. $90 nur noch, wenn was. Okay, danke für nichts. Gut. Dann haben wir das. Wir haben Compoundbogen. Der ist nicht für uns eingestellt, oder? Sehe ich das eigentlich irgendwo? 60 Pfund. Doch, der müsste eigentlich. Achso, der hat kein Visier. Ah, okay. Er hat kein Visier. Wir brauchen ein Visier. Wir haben hier einen Bogenstabilisator. Das ist letztendlich. Den können wir einbauen. Das ist letztendlich dafür da, dass der Bogen. Also, man macht immer so eine Art 8. Wenn wir den Bogen spannen, weil eben, ja, es schwer ist, den Bogen zu halten. Wir sind nicht so stark. Wir haben eine Stärke, wir können ganz mal kurz mal gucken. Wir sind jetzt hier Stärke 2,5. Wir sind nicht so mega stark. Das hier ist unsere Stärke. Und, ja, deswegen machen wir immer, also sind wir so ein bisschen in Bewegung und der Stabilisator nimmt diese Bewegung raus. Was wir jetzt hier natürlich machen können, ist Waffenzubehör. Und zwar unter Visiere können wir hier für den Compound Pro. Alter, Tausender? Okay, wo ist der Unterschied zwischen dem und dem? Visier für den Compoundbogen. Lass mich raten, Visier für den Compoundbogen. Okay. Ach komm, wir geizen nicht. Nimm das Bankgeld. Einmal Warenkorb auf. So. Dann haben wir das. Es gibt auch noch einen Bogenschalldämpfer. Die hier. 900. Davon kann man zwei Stück einbauen. Eins oben, eins unten. Das wären normal ein Tausender. Wir haben es ja. Wir haben es ja, nicht wahr? So. Bahnbogen. Schalldämpfer. Schalldämpfer. Visier. Hä? Lass mich jetzt im Stich. Muss ich jetzt nicht Visier haben? Ah, ich kann ihn ja. Ich kann ihn nach wie vor nicht spannen. Weil. 60? Ich kann 60er Bogen nicht spannen? Da muss ich doch noch einstellen. Ohne Werkzeugkiste. Wir probieren es gleich mal. Ich kann auf jeden Fall jetzt mit Rechtsklick nicht ins Visier. Und ich kriege nicht gespannt. Hier. Seht ihr das? Kann doch sein, meine Fähigkeit reicht aber dafür eigentlich aus. Aber wir haben jetzt einen vollen Compoundbogen mit allen Werten. 100% und 12 Pfeile immer. Gut. Jetzt geht's zurück. Wir fahren jetzt zurück zu unserer Basis. Und werden uns dann einmal mit dem Thema Gartenarbeit auseinandersetzen. Und bald uns dann dein Leica holen. 593 Rumpunkte mittlerweile, auch gar nicht schlecht. So, komm hier. Einmal zurück. Und jetzt gucken wir mal dann, wie Gartenarbeit funktioniert und den Compoundbogen einstellt. Und Munitionsherstellung. Ah, das schaffen wir. Alles in der Folge werden wir wahrscheinlich gar nicht mehr schaffen. Vielleicht schieben wir die Gartenarbeit auf die nächste Folge. Sonst wird es zu viel. Aber es ist auf jeden Fall in der nächsten Folge dann drin. Und wir müssen mal gucken, wie schnell wir jetzt noch sind und wie weit wir noch kommen mit der Folge. So, ich würde kurz skippen. Wir sehen uns gleich wieder. Du hast keinen Schaden zu ergeben. Wir sehen uns gleich wieder zu Hause. Bis gleich. So, damit willkommen zurück. Wir sind zu Hause. Fahren mal in unsere, naja, nennen wir es mal Garage. Noch ist es eine offene Hütte, aber es wird. Und jetzt gucken wir mal. Also, Werkbank stand hier. Haben wir jetzt gecancelt? Eigentlich ja nicht, aber okay, sie ist weg anscheinend. Werden wir canceln. Wir werden jetzt die Werkbank nehmen, die bei uns ums Eck ist. Und werden jetzt einmal dann Munition herstellen. Und wir haben ja auch eine Schuhe, die wir verkaufen können. Und zwar Munitionsherstellung. Wir werden das Ganze einmal ganz kurz testen. Ich werde das dann später noch ein bisschen ausführlicher erklären in der nächsten Folge dann wahrscheinlich. Ich will das Ganze jetzt einmal getestet haben. Also müssen wir mal gucken, ob wir alles dafür da haben, denn wir brauchen ein paar Komponenten dafür. Unter anderem hier die Bleiplatten brauchen wir. Da haben wir schon mal eine. Dann brauchen wir Schießpulver und wir brauchen Metallschrott. Hier haben wir nichts mehr. Bei Essen, bei Loot ist erstmal alles so reingewürfelt worden von mir. Hier haben wir das Ding. Hier haben wir schon mal Schießpulver. Dann haben wir hier noch Bleiplatten. Im Idealfall übrigens sind die Dinge, also die hat jetzt 14%, das ist aber für die Kugelherstellung, oder hier 7%, ist für die Kugelherstellung völlig irrelevant.
Was allerdings ganz geil ist, wenn du 150 von diesen, also nicht nur 133, sondern 150 Aufladungen hast, weil, oder von den Bleiblatten 20, weil du das einfach besser machen kannst. Du brauchst immer 5 Bleiblatten und dementsprechend viel Schießpulver, ich weiß nicht wie viel, auf 5 Bleiblatten, um einmal Munition herzustellen. Hast du jetzt beispielsweise eine Bleiblatte in der näheren Umgebung dieser Werkbank, die nur noch, sagen wir mal, 2 Aufladungen hat, wirst du wohl keine Munition mehr herstellen können. Das ist natürlich dann ein Problem. Das heißt, du schmeißt das praktisch immer wieder weg dann. Guck mal, hier haben wir, eine volle Bleiblatte und hier ein volles Ding. Also du musst das dann immer wieder wegschmeißen, das Zeug. So, hier nehmen wir noch Metallschrott mit. Wir packen einmal weg. Ich habe jetzt nicht so viel, was wegpacken kann tatsächlich. Das hätte wir noch verkaufen können. Ich müll mir gerade so ein bisschen mein eigenes Zeug zu. Das ist so ein kleines Problem. Also kriegen wir zumindest jetzt noch mal ein bisschen was rein. So, haben wir ja noch irgendwo Metall? Metall. Werkzeugkiste brauchen wir auf jeden Fall noch. Da haben wir eine Werkzeugkiste. Die kann hier in den militärischen Köcher rein. Die andere Bleiblatte würde ich jetzt mal liegen lassen. Und wir hatten im Auto noch irgendwo, glaube ich, auch Metallschrott, oder? Da. Das können wir uns zumindest gleich holen. Gut. So viel dazu. Dann versuchen wir jetzt mal den Compoundbogen einzustellen. Das geht, glaube ich, haben jetzt die Werkzeugkiste. Das sollte auch so funktionieren, denke ich mal. Zugewicht einstellen. Kostet uns jetzt eine Aufladung. Wir sind bei 46 Aufladungen. Und jetzt wird das Zugewicht automatisch unserer Stärke angepasst. Ihr müsst da nichts reinregeln. Das ist ganz geil. Aber 55 ist es. Okay. Und jetzt können wir... Soll ich da trotzdem nicht ziehen können? Muss ich ernsthaft trotzdem in die Ego-Perspektive? Wie bescheuert ist das denn? Ich habe gedacht, das geht. Mir wurde verkauft, dass das funktioniert. Ich kann mit Rechtsklick nicht automatisch zielen. So, wollen wir den hingehauen, den Pfeil? Wir haben Pfeil verschossen, oder? Einen haben wir gespannt. Wo ist der Pfeil hin? Man weiß es nicht. Irgendwo hier steckt ein Carbon-Pfeil von mir. Da. Also, was nicht geht und was mich sehr enttäuscht, was für woanders auch anders in die Kommentare geschrieben worden ist, ich kann mit Rechtsklick nicht automatisch ins Visier rein, so wie mit einer Waffe. Eine Waffe, Rechtsklick, zack, Visier. Compoundbogen, Rechtsklick. Das heißt, man muss trotzdem nach wie vor in die Ego-Perspektive. Das ist natürlich mega bekloppt. Das Schöne ist allerdings, wir haben jetzt ein Ziel. Zwar müsste ein Headshot gewesen sein. Man zielt in die Mitte des Bogens. Der Bogen hat zwar mehrere Striche, aber die Striche sind wohl irrelevant. Man zielt immer in die Mitte. Das heißt, ich muss so rumrennen. Das nicht zu treffen war jetzt auch schwer. Das Problem ist der Compoundbogen. Ihr habt es gemerkt. Das Ding ist was für die Distanz tatsächlich. Für Nahkampf... Hallo? Für Nahkampf ist das Ding eher ungeeignet. Hallo? Für Nahkampf ist das Ding eher ungeeignet. Oh. Ja, 2 Kugeln noch. Danke. Er liegt daran, weil das Ding... Du spannst damit recht lange. So, du müsstest aber einen Pfeil von mir haben, oder? Freundchen. Also das ist eher was, wenn Zombies auf einen... Oh, nett. Oh, guck mal hier, Schießpulver sogar. Wenn Zombies auf einen zurennen, ist das Ding eher scheiße, tatsächlich. Weil, ihr habt es gerade gesehen, vor allem wenn es 2 dann sind, bis das Ding gespannt ist, selbst wenn du Stärke recht hochgelevelt hast, dann spannst du das Ding zwar schneller, es ist aber immer noch verhältnismäßig langsam hier. So, und dann kannst du erst schießen. Mit einem kleineren Bogen, wenn es nicht der Compoundbogen ist, bist du schneller. Und zwar ein erhebliches Stück, das kannst du benutzen wie ein Maschinengewehr fast das Teil. Aber der Compoundbogen ist eher was für die Distanz. Da wir damit allerdings Sprengzombies wegmachen wollen, bin ich ganz froh, dass wir was für die Distanz haben, weil ich möchte die nicht in der Nähe haben. Wie stark bluten wir eigentlich? Das sifft ja runter wie Hölle. Eigentlich nicht so stark. So. Kugelherstellung. Oh. Okay. Kugelherstellung. Hallo? Danke. Achso. Naja, ich nehme es auch gleich mit, hoffentlich. Das Ding müssen wir hier reinpacken. Es wiegt das Ding. 4 Kilo, ja. Müssen wir hier reinpacken.
War gar keine Ahnung. War sechs Kugeln. Die Kugel ist sicher West übrigens Verfassungsvermögen. Sehr, sehr nice. So. An der Werkbank hier können wir jetzt Munition craften. Und zwar, ich würde sagen, wir fangen tatsächlich mal mit einer 9mm an. Einfach weil ich sie im Moment auch brauchen kann. Oder können wir 3-3-8er? Das muss ich selber nochmal nachgucken. 3-3-8er oder 3-0-8er? 3-3-8er. Wir stellen 3-3-8er, wenn es geht. 3-3-8er, selbst hergestellte Munition. Dafür brauchen wir einmal Metallschrott, brauchen einmal Schießpulver. Aber die Frage ist, wie viel Schießpulver er verbraucht, aber ich glaube ein paar. Dann brauchen wir Bleiblatte und wir brauchen die Bohrmaschine oder eben eine Werkbank. Hier seht ihr, was er alles benutzen kann. Und eine Werkzeugkiste. Hier gehen auch sämtliche Werkzeugkisten. Und dann können wir das Ding herstellen. So. Und hier sollte jetzt dann dementsprechend 5 Schuss rauskommen. Mit einer 100%igen Genauigkeit, beziehungsweise Qualität von 100. Wir haben Schießpulver verwendet, was scheiße ist. Ich zeige das Ganze jetzt nochmal. Und zwar werden wir jetzt einmal ganz kurz hier alles auslagern, was geht. Und zwar, haben wir alles auf den Boden. Wir nehmen jetzt mal die minderwertigste Bleiplatte, die wir haben. Und wir nehmen mal die minderwertigste, also hier, die Bleiplatte und das Schießpulver. Das Metall ist bei 100%, aber du wirst immer 100%iges Metall finden. Wenn ihr die Munition herstellt, übrigens natürlich ins Inventar nehmen. Selbstverständlich, oder? Ist klar. So, und jetzt stellen wir mit dem minderwertigen Zeug, damit ihr das auch seht, nochmal die 338er Munition her. Aber es wird trotzdem eine 100%ige Qualität rauskommen. Stellt ihr das an der selbstgebauten Werkbank her, kommt eine schlechtere Qualität raus. Hier, nochmal 5 Kugeln. Und so jagst du das Ding natürlich jetzt dann durch. Wir haben jetzt hier 7 und 3. Jetzt können wir mal drauf achten, wie viel wir... Guck, jetzt geht's schon gar nicht mehr. Also wir brauchen mehr wie 7 Schießpulver auf jeden Fall. Das heißt, die 7 Schießpulver können wir schon mal aussortieren. Aber die Bleiblatten, ich glaube 5 Bleiblatten sind es, die wir brauchen. Guck mal hier, 20er. Mal gucken, wie viel Schießpulver wir brauchen für die Herstellung. Können wir herstellen? Haben wir schon mal 15 Kugeln hergestellt. Ganz ehrlich, ich bin begeistert. So, wir haben... wie viel Bleiblatten hatten wir? 13, glaube ich, oder? Ja, kommt hin. Also 5 haben wir gebraucht. Und wir haben 15 Schießpulver und 5 Bleiblatten haben wir gebraucht. Das heißt, mit diesen 5 und 7 Schießpulvern können wir einfach nichts mehr anfangen, weil man die nicht zusammenführen kann. Das heißt, die können wir tatsächlich wegschmeißen, die Dinger, weil es uns einfach nichts mehr bringt. So, jetzt machen wir das Ganze natürlich einmal noch. Ja, mir ist ziemlich warm. Wir haben die Kugelstich-Weste und alles an. So, und jetzt kann man natürlich sich hinstellen. Und kann natürlich jetzt auch sagen, ja, ich mache das jetzt mal eine ganze Weile. Mit dem Zeug, was ich habe. Aufladung von der Werkzeugkiste müsste übrigens 1 sein, was wir verbrauchen. 25, oder? Verbrauchen wir da mehr? 25 haben wir jetzt gerade. Achso, weil er jetzt wieder was im Inventar hat, was nicht mehr geht, oder was? Wegen der Bleiblatte hier dürfte es jetzt nicht mehr gehen, glaube ich. Weil wir brauchen... Immer Bleiblatten, mit denen das machbar ist. Das ist nämlich das Problem daran, wenn man Bleiblatten dann hat, die weniger hat, dann stehst du da und fragst dich, wieso kann ich keine Munition erstellen, so wie ich es auch schon mal gemacht hatte. Warum geht das nicht, wenn es so eigentlich gehen muss? Das ist nämlich die Frage dann. Das liegt daran, weil noch irgendwo etwas dabei ist, was nicht mehr reicht zum Herstellen. Wie jetzt hier auch schon wieder. Wir haben jetzt hier irgendwo was, 6 Stück, 15... 5 Auflagen hat es gekostet, tatsächlich, vom Werkzeug. Aber die Werkzeugkiste kannst du auch selber herstellen. So, woran scheitert es aber jetzt? Nein, noch genug. Warum scheitert es? Vor allem die Werkbank verliert keine Haltbarkeit. Das ist das Schöne. 6 Bleiblatten. Eigentlich müsste das gehen. War das dann in 6 Stück? Nein. Aber wir haben keinen Metallschrott mehr. Wir hatten wenig Metallschrott. Das heißt, die Bleiblatte hier können wir nochmal mitnehmen. Nun schnell ein Auto. Bingo. Und können mit dem Metallschrott jetzt gleich wieder herstellen. Und das machst du halt, also du bereitest dich halt einmal vor und jagst dann einmal 300-400 Schuss einfach durch. Stellst du halt hin. Schön wäre, wenn man da angeben könnte, ja, jag alles durch, was du hast. Hallo? Das ist natürlich laut, wenn wir das hier herstellen. Also das ist tatsächlich... Ihr müsst jetzt gleich mal drauf achten, auf die... Hallo? Wir haben keine Ausdauer. Hallo?
Hau doch zu! Arsch. Sollte mir auch gleich mal Verbände herstellen. Ja, komm. Erstmal so. Dann passiert da zumindest nichts. Okay. Und ja. Achtet einfach mal auf den Geräuschpegel, den wir gleich erzeugen werden. Hier durch. Kann ich das anklicken? Ja. Oh ne, wird nicht mal angezeigt. Es ist aber tatsächlich laut. Also das hörst du. Und das hören vor allem natürlich auch die Zombies. So, wir stellen weiter in 338er her. Stellt man übrigens 9mm her, sind glaube ich die Kosten geringer. Also je stärker, je besser die Munition ist, desto mehr Bleiblatten und mehr Schießpulver müsste verbraucht werden. Eigentlich. So, jetzt müsste irgendwo unser Vierer... Genau, hier haben wir eine Vierer-Bleiblatte jetzt rumliegen. Mit der geht's schon nicht mehr. Und das ist jetzt wieder das Problem. Mit dem 17er Schießpulver müsste doch gehen. Ja, und das ist halt das Nervige, wenn du jetzt nicht die 150% Schieß- oder 150 Aufladen Schießpulver hast und nicht die 20 Bleiblatten hast, dann musst du dich immer wieder hinstellen und immer wieder aussortieren, was du jetzt genau herstellen möchtest. Das ist das Nervige. Jetzt stellen wir uns wieder hin und müssen wieder aussortieren. Haben wir aber jetzt erstmal Munition ohne Ende. Das ist halt geil. So, jetzt haben wir nämlich hier irgendwo... Wobei die 5 gehen eigentlich noch. Ah ja, wir haben jetzt kein... Wir haben unser komplettes Repair-Set durchgejagt. Wir haben jetzt kein Repair-Set mehr. So, liegt jetzt hier noch eine Bleiblade irgendwo rum? Ne, das haben wir alles eingesammelt. So, hier liegt unsere Axt. Und wir haben jetzt hergestellt, einfach mal so aus dem Ärmel geschüttelt, sind es 45 Schuss, die wir hergestellt haben. Noch 308er. 45 Schuss fürs Scharfschützengewehr, die wir umsonst praktisch jetzt bekommen haben. Und haben nebenbei noch was gelootet. Und einen Zombie gekillt. Ist das nicht geil? Ich find's geil. Und vor allem Qualität 100%. Wir müssen uns keinerlei Sorgen machen bei selbst hergestellter Munition, dass wir eine Ladunghemmung bekommen oder irgendwas in der Richtung. Die Munition ist top. Wir looten schlechtere Munitionswerte wie die, die wir herstellen. Sie ist zwar grün hier gekennzeichnet, aber das ist nur, weil sie selbst hergestellt ist. Aber wir haben Munition hergestellt. Einiges. Einiges jetzt an Munition. Und das ist schon mal sehr, sehr cool, muss man sagen. Und deswegen, ja, ich werde mir auch einen Schrank vorbereiten, wo dann dementsprechend Schießpulver, Bleiblatten gelagert sind, damit wir dann Munition herstellen können. Und wir werden das an unserer Werkbank herstellen. 600 Ruhmpunkte übrigens haben wir auch erreicht. So, jetzt sind wir schon bei 37 Minuten. Ich würde sagen, in der nächsten Folge Gartenarbeit. Dann war das jetzt für Munitionsherstellung. In der nächsten Folge machen wir dann die Gartenarbeit. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass man hier nicht in den Baumbogen per Rechtsklick ins Visier zoomen kann, sondern erst wieder in die Ego-Perspektive muss und dann praktisch das Visier. Das ist ein bisschen arg bescheuert, aber ja. Es ist, wie es ist. Was willst du machen? Was war das jetzt? Achso, ich habe durchsucht. Da lag zufälligerweise ein Stein. Ah, das ist leider schade, aber... ja, es ist, wie es ist. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, die Folge war recht informativ. Ich werde dazu auch wahrscheinlich Tutorial-Videos machen, wie man Munition erstellt, Fahrzeug und so weiter. Das wird bald kommen. Ich muss mich dann noch ein bisschen vorbereiten. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao. Macht es gut. Gerne abonnieren und gerne gefällt mir da das natürlich für die Folge. Wenn es euch geholfen hat, vor allem dann doppelt. Ciao.